Freitag, der 20. September, der 68. Projekttag. Der Suizidversuch. Fortsetzung. Jetzt sitzen wir bereits am Fährhafen und warten auf die 3 Uhr Nachmittagsfähre, die uns von dem kleinen Ort Tsawassen zu der Stadt Swords Bay auf Vancouver Island transportieren soll. Die Gebühr für das Fährschiff beträgt nur 23 kanadische Dollar. Hoffentlich ist es auf Vancouver Island nicht so bergig. Vor Beginn der Fährfahrt geschah noch etwas Lustiges, als ich auf einem Tisch aus Beton und Stein meine Kanada-Karte ausgebreitet hatte, worauf unsere ganze bisherige Tour mit einer Filzstiftlinie verzeichnet ist. Augenblicklich versammelten sich um uns herum 4 Touristen und bestaunten im Kollektiv unsere bisherige Tourleistung. Dazu stellten sie viele Fragen. Eine Frau, die mit ihrem Begleiter für die ganze Zeit über hellhörig unseren Ausführungen gelauscht hatte, fragte: Mein Gott, wie viele Kilometer sind das denn, die ihr da gefahren seid? Boris wehrte sich stolz, ihr zu antworten. Gute 4000 Kilometer. Die Kanadierin hob vor Erstaunen darüber ihre Hand vor den Mund. Oh mein Gott, 4000? Tut euch denn nicht der Hintern weh? Ich schaffe ja noch nicht mal 10 Kilometer mit dem Rad. Das ist ja fantastisch, was ihr da geleistet habt. Meine Hochachtung vor dieser Leistung. Bravo, Jungs. Pünktlich um 15 Uhr legt unser Fährschiff ab. Die Fahrt wird insgesamt wohl gute 2 Stunden dauern. Ich gehe mittlerweile mehr und mehr davon aus, dass wir die Vereinigten Staaten heute nicht mehr erreichen werden. Das heißt, dass die kommende Nacht wohl doch auf Vancouver Island verbracht werden muss. Mit Boris kam es vorhin noch zu einer herrlichen Auseinandersetzung. Hatte ich am gestrigen Abend ihm gegenüber noch etwas locker gelassen, indem Gespräche über die Gefühlswelt beider geführt wurden, so bereue ich es heute wieder, weil die Quittung nun aus dem Fuße folgte. Boss und ich waren gerade dabei, die Räder in Richtung des Eingangs zur Fährgarage zu schieben. Kurz vor Betreten dieser, ein Schiffsbediensteter überprüfte die Tickets für die Fähre, sagte der Junge in einem provokanten, überheblichen und frechen Ton zu mir: Wie wäre es, wenn du mal die Tickets vorzeigst? Das war genau die Sprachqualität, die ich über alles liebe. Als Folge davon kackte ich ihn auf demselben primitiven Niveau zusammen. Doch das war noch nicht alles, das meine Verärgerung hervorrief. Vorher lachte er doch glatt über einen kanadischen Polizisten, dem nicht bekannt war, dass Deutschland längst wiedervereinigt ist. Das vollzog Boris laut und deutlich. Es war ein hochnäsiges und überhebliches Auslachen, was der Polizist durchaus einzuordnen wusste und dementsprechend verärgert auf Boris schaute. War das peinlich. Meine Predigt dazu lautete: Sag mal, Herr Arroganti, was gab er da gerade zu lachen? Du wusst vor 2 Monaten doch selbst noch nicht einmal, wie die Hauptstadt von Kanada heißt. Was meinst du, wie sehr den Polizisten das weit entfernte Deutschland interessiert? Boah, reg dich doch nicht so auf. Der hat doch gar nicht mitgekriegt, dass ich über ihn gelacht habe. Und ob der das mitbekommen hat. Weißt du, von mir aus kannst du hier im Ausland alle dumm anquatschen, aber bitte tue das, wenn ich weit fort von dir entfernt bin. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich höchsten Respekt vor fremden Kulturen. Hauptsache, du staubst von denen überall etwas zu essen ab, was? Diese Fährfahrt bietet die schönste vorstellbare landschaftliche Kulisse, die ich je auf einer Fahrt auf dem Wasser beobachten konnte. Das Schiff manövrierte vorsichtig durch die bizarre und traumhaft schöne Inselwelt. Es ist ein herrlicher und gleichzeitig auch beruhigender Anblick. Dieser half mir dabei, wieder zur Ruhe zu kommen. Boris sitzt derweil im unteren und überdachten Deck des Schiffes. Ein wenig Statistik am Ende des Tages. Heute fuhren wir von der Herberge bis zur Fähre 38 und auf Vancouver Island von dem Küstenort Swords Bay aus bis kurz hinter der kleinen Ortschaft Central Saanich noch einmal weitere 18 Kilometer mit dem Fahrrad. Somit ergibt das eine Gesamtbilanz von immerhin 56 gleich nun 4018 Kilometer. Die Ankunft in der Ortschaft Swords Bay auf Vancouver Island erfolgte tatsächlich um 17 Uhr. Auf Anhieb wurde sich auf den Weg in Richtung der Hafenstadt Victoria gemacht. Zum Schluss des Tages suchten und fanden wir eine Unterkunft auf dem Grundstück einer Familie. Das Haus gehört angeblich einem älteren Ehepaar, das Boris und ich aber nie selbst zu Gesicht bekamen. Stattdessen empfing uns die Tochter des Hauses mit ihrem Ehemann. Kurz nach der Einweisung verabschiedeten sich die 2 Gastgeber auch schon wieder, und zwar für den Rest des gesamten Abends. Zum Abendessen machten wir uns diesmal nichts, weil der Junge und ich kurz vor der Fährfahrt in einem McDonald's-Restaurant ein paar Hamburger und Pommes zu uns genommen hatten. So wurde als einzige anspruchsvolle Tätigkeit lediglich das Zelt aufgebaut, das schnellstens von uns belegt wurde, weil die Abendluft stark auffrischte.
In unserem Obdachliegen kam es noch zur ausgiebigen Unterhaltung miteinander. Die Themen waren das Erlernen der Hauptstädte aller Staaten Europas und der Zusammenbruch des kommunistischen Systems. Noch etwas zur Abschlussetappe. Die heutige Fahrtstrecke auf Vancouver Island war ausgezeichnet. Es existierte ein Fahrradweg, der meistens parallel zum sehr belebten Highway führte, der sich auch hier Trans-Canada Highway schimpft. Lediglich die Beschilderung und der Verlauf des Radweges bereiteten uns manchmal einige Probleme hinsichtlich der Orientierung. Die Wegweiser wiesen leider unterschiedliche Farbhintergründe auf. Das irritierte und verwirrte uns. Mit Boris kam es an diesem Tag über den Vorfall auf der Fähre noch zu einer Aussprache. Ich entschuldige mich für manche ihm gegenüber geäußerten Worte. Dennoch durfte Folgendes zum Abschluss nicht fehlen. Wohin auf der Fähre hast du dich gegenüber den Polizisten vollkommen borniert verhalten? In diesem Moment habe ich wirklich zu viel gekriegt. Hast du eigentlich eine Idee, wie das auf andere wirkt? Ja, ich weiß, das war blöd. Aber das war wirklich alles nur, weil ich so schlecht drauf war. Ich hatte Hunger und war müde. Na gut, dann lasse ich die Sache damit erledigt. Keine Wort mehr darüber. Lass uns lieber über andere Dinge unterhalten. Zum Beispiel darüber, ob wir morgen tatsächlich und vor allem wie die Grenze überschreiten in die USA. Noch eine Anmerkung zum zweiten Teil unserer Radtour am heutigen Tage. Äußerst witzig war die Situation, als Boris und ich in kurzer Abfolge gleichermaßen zwei Markierungspfahle rammten. Sie bildeten als Paar eine Barriere zur Temporeduzierung zum Schutz der Fußgänger. Sie standen scheinbar so weit auseinander, dass kein Zweifel daran bestand, sie mit unseren Rädern und den Fahrradtaschen unbehelligt zu passieren. Doch die Lücke zwischen den Pfosten war minimal zu eng. So erhielt jeder von uns einen kräftigen Schlag gegen die Radtaschen, der uns beinahe zum Sturz brachte. Es sah aber zu witzig aus, als Boris die Stange durchquerte, in Schlingern geriet und dabei teils lachte, teils fluchte. Samstag, 21. September, der 69. Projekttag. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Nächtliche Fledermäuse. War das bereits unsere letzte Übernachtung in Kanada? Wenn dem so ist, dann verabschiedete sich dies wunderschöne Land mit einer äußerst kalten Nacht von uns. Die Temperaturen lagen vielleicht knapp über den Gefrierpunkt. Trotz warmer Klamotten verkrochen wir uns nachts mit dem gesamten Körper in den Schlafsack. Durch dennoch enormes Frieren wurde der Junge und ich im Morgengrauen geweckt. Zumindest ich verließ daraufhin das Zelt und genoss das Alleinsein bei aufgehender Sonne. Diese überwand nur in scheinbarem Zeitlupentempo die Spitzen der Berge in Pazifikrichtung. Ringsum lag leichter Tau über den Feldern und die Spinnennetze glänzten silbern. Inmitten von grasenden Pferden und leise gackernden Hühnern herrschte eine angenehme Stille. Es war trotz der Kälte einfach nur hochromantisch und wirkte beruhigend auf mich. Dabei spürtest du das Leben und warst mit der Natur mal wieder fast eins. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir nach Süden kommen, wo es hoffentlich wärmer ist. Genau gesehen sind wir ja bereits seit Durchschreiten der Ortschaft Swartz Bay dabei, dem Äquator näher zu kommen. Mit Grauen denke ich an weitere, eventuell noch folgende kalte Nächte. Die werden sich aber wohl kaum vermeiden lassen. Hoffentlich lässt man uns heute, wenn alles gut geht, in die Vereinigten Staaten einreisen und macht uns keine Schwierigkeiten an der Grenze. Zu einem Problem wird auch das Geld werden. Ich besitze kaum amerikanische Dollar. Zudem ist es Wochenende. Alle Banken werden geschlossen haben. Ups. Tagebucheintragung am Nachmittag. Die Reise wurde früh fortgesetzt, weil Boris durch mich unsamt aus seinem Schlaf gerissen wurde, indem ich begann, das Zelt abzubauen, während er noch darin schlief. Es wurde zu einem sonnigen Fahrradtour-Vormittag. Die Lufttemperatur lag bei etwa 20 Grad Celsius. Bei Ankunft in Victoria um 12 Uhr zeigte sich die im viktorianischen Stil errichtete Stadt beschaulich und mit vielen Touristen gefüllt. Die südwestlichste Stadt Kanadas grenzt direkt ans Meer und umschließt eine idyllisch gelegene Hafenbucht. Sofort ging es auf die Suche nach der Anlegestelle unserer Fähre. Diese wurde zügig aufgefunden. Dort kaufte ich die Fährtickets zu dem Preis von rund 36 kanadischen Dollar für beide. Danach begann das lange, dreistündige Warten auf das Einchecken. Zwischendurch rief ich von einer Fernsprechzelle vom Hafen aus noch einmal meinen besten Freund Ulf in Deutschland an. Ich bat ihn darum, mir morgen die Ergebnisse der Bundestagswahl per Textnachricht zu senden. Vor Betreten der Fähre gab es Probleme. Zwar wollten uns die Grenzbeamten bedingungslos in die Vereinigten Staaten hinein lassen, allerdings nur bis zu dem Ablaufdatum des Visa. Dies wurde uns bei der ersten Einreise in den US-Bundesstaat New York zu Beginn des Projektes bis zum 16. Oktober erteilt. Demnach hätte man nun noch eine Aufenthaltsdauer von lediglich 26 Tagen. Zu kurz, um mit dem Rad die Grenze von Mexiko zu erreichen. Es bedurfte harter und zäher Verhandlungen,
doch noch ein neues Visum bis Mitte Dezember zu erhalten. So war klar, dass wir bei einer dritten Einreise in die Vereinigten Staaten, vermutlich oder vielleicht im November, Dezember von Mexiko aus, vor demselben Problem stehen werden. Bevor der Einreisestempel in unseren Reisepass erlangt wurde, wollte der deutsch sprechende Grenzbeamte doch glatt noch einen Beweis für unseren zurückliegenden Aufenthalt in Kanada erhalten. Er fragte, woher soll ich wissen, wie lange ihr euch in Kanada aufgehalten habt? Ich sagte, das kann ich leicht erklären. Mitte Juli starteten wir in Montreal, fuhren dann kurz in die USA hinein und halt, halt, unterbrach mich der Grenzer. Ich will jetzt keine Aufzählung, ich will einen Beweis dafür. Sie können mir hier ja viel erzählen. Besitzen Sie keine Quittungen aus Kanada oder ähnliches? In diesem Augenblick rächte es sich, die gesamten Rechnungen, Quittungen und Straßenkarten mit der Post bereits nach Deutschland geschickt zu haben. Doch dann kam mir die rettende Idee. Oh, ich glaube, es gibt doch ein Beweismittel. Die ganzen Wochen über führte ich ein Tagebuch. Da steht drin, wann wir uns in den letzten Wochen und Monaten wo aufgehalten haben. Nun profitierten wir von dem Umstand, dass der Grenzbeamte gute Deutschkenntnisse besaß. Er las einige Minuten im Tagebuch, blätterte hin und her und sagte dann, okay, ihr könnt einreisen, ihr bekommt den Stempel. Das nächste Mal müsst ihr allerdings besser belegen können, wo und wie lange ihr euch irgendwo aufgehalten habt. Ein Tagebuch reicht da normalerweise nicht mehr aus. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten. Danke, klang es erleichtert aus meinem Munde. Sofort danach ging es mit den Rädern auf die Fähre, welche die Küstenstadt Port Angeles im US-Staat Washington ansteuerte. Augenblicklich sitzen Boris und ich gemeinschaftlich auf Deck und betrachteten bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen die landschaftliche Umgebung. Die US-amerikanische Küste ist bereits zu sehen. Boris geht mir schon seit 2 Stunden damit auf den Geist, dass er auf unserer bevorstehenden Radtour entlang der Westküste der Vereinigten Staaten bergisch werden könnte. Immer dieses ewige Heulen im Voraus, das nervt. Die Fähre erreichte gegen 17 Uhr sicher ihr Ziel. Nun befand man sich endgültig auf US-amerikanischer Seite und konnte von dort aus über die Meerenge der sogenannten Straße von Juan Kanada noch aus der Ferne erblicken. Es war ein wehmütiger und letzter Blick zurück. An der neuerlichen Kontrollstation gab es diesmal keine weiteren Probleme mit den Behörden und wir konnten die Grenze ungehindert passieren. Unser gesamtes Gepäck wurde bei unserem erneuten Einreisen nicht einmal kontrolliert. Angesichts der Vorfälle vom 11. September in New York und der damit verbundenen Terrorbekämpfung ist das doch eine schon fast peinliche Lücke im Sicherheitssystem des Grenzverkehrs. Man hätte doch Gott weiß was mit in die Vereinigten Staaten schmuggeln können. Wir fuhren noch einige Kilometer mit dem Fahrrad aus Port Angeles heraus und kamen so noch auf eine Tagesbilanz von 36 gleich nun 4054 Kilometern. Zuerst ging es anspruchsvoll, später etwas leichter der Berge hinauf, als die Küstenstadt gerade verlassen war. Bereits von der Fähre aus konnte man gut beobachten, wie sich im Hintergrund der Stadt hohe Berge auftürmten, die zum Olympic National Park gehörten. Die Spitzen ihrer Anhöhen betrugen etwa 2500 Meter und trugen sogar Schnee. Boris maulte beim Fahren aus dem Hintergrund. Boah, geht das hier hoch? Hammer, ne? So schlimm hatte ich mir das auch nicht vorgestellt. Dass ein bisschen hochgehen würde, das war klar. Aber so? Hoffentlich geht das nicht die ganzen Tage so weiter. Mal den Teufel bloß nicht an die Wand. Das hält doch keine Sau auf Dauer durch. Ich heiße doch nicht Jan Ulrich. Und der hat noch nicht mal das Gepäck dabei. Als Lohn für die Quälerei konnte zum Abschluss der Tagestour eine geile Abfahrt von etwa 2 Kilometern Länge genossen werden. Die hiesige Landschaft im Norden des Nationalparks ist wunderschön und menschenleer. Man war die meiste Zeit über ringsum eingeschlossen von kleinen, dichten, bewaldeten Hügeln und den hohen Bergen im Süden. Es war wirklich ein atemberaubender Anblick. Unsere Tagesziel befand sich knapp westlich des kleinen Ortes Elwha. Dort war eine brachliegende Reihe von kleinen, hölzernen Ferienhäusern aufzufinden. Genau auf diesem Gelände wurde sich breit gemacht. Zuvor hatte eine Übernachtung in der freien Natur gedroht. Boris und ich suchten uns eine saubere und einigermaßen unbeschädigte Hütte aus. In den anderen lag dann doch sehr viel Unrat im, vor und um das Haus herum. Den Boden des Schlafraumes legten wir mit relativ sauber erhalten gebliebenen Teppichresten aus, die in anderen Hütten wild herumlagen. »Wo sollen wir die Teppiche auslegen?«, fragte mich Boris. »Am besten im hinteren Raum. Da sind keine Fenster und dann weht da auch nirgendwo ein kalter Wind hinein.« Dann Boris, »breitest du deine Isomatte noch auf dem Teppich als zusätzliche Unterlage aus?« »Ja klar, ich will auf keinen Fall einen kalten Hintern bekommen.
Spontan der Junge, irgendwie cool. Was ist cool? Ja, weil wir diesmal nicht die Zelte aufbauen müssen. Und so bekommen wir auf keinen Fall einen nassen Hintern, wenn es mal regnen sollte. Sofern das Dach dicht ist. Haha, sicher bin ich mir da aber nicht. Die Räder und das Gepäck wurden in das Vorzimmer unserer improvisierten Unterkunft verfrachtet. Später machte sich Boris daran, noch die Nudeln vorzubereiten. Unmittelbar nach ihrem Verzehr wurde ich bereits schlafen gelegt. In dem Augenblick, als ich die Teelichter als letzte schwache Lichtquelle ausblies, bekamen wir noch unerwarteten Besuch. Urplötzlich war hektische Bewegung im Raum und urig klingende Geräusche zu vernehmen. Boris schrie laut auf: Mein Gott, was ist das denn? Hier ist irgendwas im Raum. Oh nein, bitte nicht. Warum sind das keine Ratten oder Mäuse? Ach nee, dann müssen wir doch noch das Zelt abbauen. Wieder erhallten die ominösen Geräusche und abermals stieß Boris einen Schrei des Entsetzens aus. Ah, was ist das? Hier fliegt was. Ich glaube, es sind Fledermäuse drin. Fledermäuse hier? Ja, ich habe gerade draußen schon welche herumfliegen sehen. Das sind bestimmt Fledermäuse. Kerzenlicht wurde erneut entfacht. Und tatsächlich, bei genauer Betrachtung der Zimmerdecke und der Ecken waren einige Fledermäuse zu entdecken. Ich sagte, nee, die müssen hier raus, sonst kann ich nicht schlafen, wenn die Viecher die ganze Nacht so einen Terror machen. Wie willst du denn hier rauskriegen? Tun die denn irgendwas? Nein, gar nichts. Trotzdem, schnapp dir irgendein Spülhandtuch und lass die uns rausjagen. Die Zimmer und Haustüre der Kabine wurden geöffnet, die Handtücher wild umhergewedelt und alle Fledermäuse letztendlich erfolgreich aus dem Raum vertrieben. Die ersehnte Nachtruhe konnte endgültig beginnen. Ein kleiner Rückblick. Heute war es doch tatsächlich noch möglich gewesen, in der Innenstadt von Port Angeles mit der Kreditkarte 200 amerikanische Dollar an einem EC-Automaten abzuheben. Ebenfalls heute habe ich mir auch noch eine Straßenkarte des US-Staates Washington zugelegt. Sie kostete 3,60 Dollar. Sonntag, 22. September, der 70. Projekttag. Üble Prognosen. Heute ist der offizielle Herbstanfang und seit genau 10 Wochen befinden wir uns nun in Nordamerika. In der abgelaufenen Nacht habe ich trotz der Behausung wieder einmal tierisch gefroren. Auch am Morgen ist hier noch recht frisch, da die Sonne noch von den Bergen verdeckt wird. Unser Nachtlager befindet sich auch in einer langgezogenen Talmulde. Tagebucheintragung am Ende des Tages. Heute wurden erstaunliche 83, gleich nun 4137 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Plus der Auto- und Busphasen ergibt das nun 5726 zurückgelegte Kilometer. Ich muss mich erst einmal daran gewöhnen, in den Vereinigten Staaten und nicht mehr in Kanada zu sein. Dauernd geschehen Versprecher. In manchen Sätzen ist noch ein "hier in Kanada" enthalten. Außerdem haben wir uns ebenso noch nicht an den Umrechnungsfaktor des US-Dollars gewöhnt. Ungewohnt sind auch die hiesigen Geldmünzen. Die Durchmessergrößen der Geldstücke erzeugen Verwirrung. Insgesamt war es ein toller Tag. Das Frühstück wurde noch auf dem ehemaligen Ferienhausgelände eingenommen. Gegen 10.30 Uhr zogen Boris und ich wieder los zur nächsten Tagestour. Es wurde immer fleißig der Highway 101 befahren. Zuerst in westliche, zum Schluss des Tages endlich in südliche Richtung. In der Summe bildete es den Schlag eines Viertelkreisbogens um den Olympic National Park herum. In der ersten Hälfte der heutigen Radtour konnte man ein fantastisches Landschaftspanorama bestaunen. Links von uns befanden sich in einigen Kilometern Entfernung die Anhöhen des Nationalparks mit dem alles überragenden, majestätisch anmutenden und schneebedeckten Mount Olympus. Das Gebirge war zumeist eine Kombination aus Felsen und viel Tannenwald. Zur Rechten lag lange Zeit der sehr schöne Lake Crescent, der vor Jahrtausenden aus einem Gletscher hervorgegangen ist. Am westlichen Ende des Sees musste ein schwerer 2 Kilometer langer Aufstieg bewältigt werden. Danach befanden der Junge und ich uns in einer Gegend, die uns enorm an die Landschaft rund um den Lake Superior in Kanada erinnerte. Allerdings war sie nicht mehr ganz so attraktiv wie noch kurz zuvor, weil die umliegenden Berge nicht mehr so hoch erschienen. Dafür fiel uns das Radfahren nicht mehr so schwer, weil kaum noch nennenswerte Anhöhen zu erklimmen waren. Die nachfolgende Strecke verlief fast ausschließlich ebenerdig. So erreichten wir Geschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometern. Den ganzen Tag über schien die Sonne und es war so richtig schön warm. Nur in Talmulden, wo uns die Sonnenstrahlen nicht erreichten, war die Luft doch recht frisch. Es reichte dennoch, um mit einem T-Shirt bekleidet zu fahren. Was gibt's Schöneres? Es ist ein absolutes Freiheitserlebnis. Noch deutlich vor dem Sonnenuntergang wurde der kleine Ort Forks im US-Bundesstaat Washington erreicht.
Boris und ich hielten an einem mobilen Haus kurz hinter der Stadt, das sich direkt neben dem Highway befand. Der Eigentümer war ein etwa 65 Jahre alter und leicht verwirrt wirkender Mann. Er ließ uns auf sein Anwesen unser Zelt aufschlagen. Das Grundstück besteht aus einer großen und gepflegten Rasenfläche, die mit einigen Bäumen und Sträuchern bestückt ist. Unser neuer Gastgeber verweilte die ganze Zeit in unserer Nähe und quasselte uns voll, selbst beim Aufbauen des Zeltes und dem Kochen unserer Nudeln. Der rundliche Amerikaner, welcher eine Halbglatze trägt, erzählte in nicht enden wollender Folge niemals interessierende Geschichten über sich und über jeden einzelnen Baum seines Gartens. Trotzdem ist er insgesamt gesehen ganz nett und harmlos. Er brachte uns sogar frisches Wasser ans Zelt. Leider erfolgte seinerseits keine Einladung zu einem Abendessen. Unser Gegenüber teilte uns dann noch einige wichtige Informationen mit. Morgen wird es Nebel geben und es erwarten euch wieder einige Hügel. Es bleibt so, wie ihr es auf den letzten Kilometern schon erfahren habt. In dieser Region der Vereinigten Staaten regnet es sehr viel. Nirgendwo in den USA fällt so viel Niederschlag wie hier. Bis jetzt habt ihr dahingehend echt Glück gehabt. Der Winter hält hier in der Regel zur Mitte des Monats Oktober Einzug. Ihr müsst schnell in südliche Richtung kommen, denn manchmal passiert das sogar schon früher. Boris sagte daraufhin zu mir, das wird uns auch noch fehlen. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ich bestätigte ihn. Ja, stimmt. Lass uns deshalb so schnell wie möglich nach Süden kommen. Es wäre ein Horrorerlebnis, wenn uns tatsächlich der Winter einholen würde. Mit dem Wetter haben wir bis jetzt ja eigentlich Glück gehabt. Das kann ruhig so bleiben. Am Abend schenkte ich Boris noch eine kostengünstig erworbene Tonkassette der Rockgruppe Scorpions. Die Kassette hatte ich ohne Wissen des Jungen in einem Supermarkt erworben. Nicht nur dadurch war die Stimmung zwischen uns recht gelöst, als wir bereits im Zelt lagen. Vor dem Schlafengehen zogen wir uns lange Sachen an, um uns gegen die drohende Kälte der Nacht vorsorglich zu schützen. Noch eine Anmerkung zum Tage. Während unserer Radfahrt entlang des Lake Crescent durchfuhren wir einige Tunnel. Doch der Staat Washington bot hier außergewöhnlichen und vorbildlichen Service an. So konnte man vor nahezu jeder Tunneldurchfahrt an einer kleinen elektronischen Anlage am Straßenrand einen Knopf bedienen. Oberhalb der Tunneleinfahrt leuchtete dann sofort blinkende rote Warnsignale auf, welche Autofahrer vor Radfahrern im Tunnelschacht warnten. Infolgedessen nahmen die eher wenigen Kraftfahrzeuge tatsächlich vermehrte Rücksicht auf uns, verlangsamten das Tempo und wichen uns im großen Bogen aus.